Ich möchte euch mal etwas zeigen und bereite euch schon mal darauf vor, dass hier nichts mehr so aussieht wie vorher. Ich habe euch ja erzählt, ne, dass ich hier ein bisschen renovieren möchte. Ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Das ist mal was anderes, ne? Ich finde es eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Mir gefällt vor allem die Struktur an den Wänden sehr gut. Das ist eine Katastrophe. Für Stimpy ist es tatsächlich auch sehr anstrengend, obwohl ich dachte, dass er von den beiden das noch am leichtesten wegsteckt. Aber der fängt schon wieder an, mir auf die Couch zu pieseln. Also, Leute, ich traue mich überhaupt nicht, eine neue Couch zu kaufen, weil ich Angst habe, dass das Stimpy direkt wieder drauf pieselt. Jetzt muss die noch so halten, ne? Oh, Leute, aber Renovierung so, ne? Dieses Chaos hier. Tja, so sieht's aus, Leute. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal. Das ist irgendwie alles gefühlt in der letzten Woche passiert, ne? Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, denn ich habe ein Paket bekommen. Moment, ich stelle euch mal ab. Stelle ich euch hier ab oder packen wir das im Wohnzimmer aus? Ich habe dieses Paket von Antje bekommen. Das Paket habe ich gestern bekommen. Und Antje habe ich kennengelernt über TikTok tatsächlich. Also Antje hat aus meinem Etsy-Shop etwas bestellt und folgt mir auf TikTok und sieht dann auch oder ist bei den Lives mit dabei, wenn ich diese Bestellung packe und so weiter. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und Antje arbeitet beim ganz nach Wunsch. Und das verlinke ich euch mal jetzt in die Infobox. Guckt da mal vorbei. Instagram und den Etsy-Shop verlinke ich euch auch. Da gibt es nämlich ganz tolle Sachen personalisiert. Ganz tolle personalisierte Sachen für sich selbst und auch als Geschenkidee. Und Antje hat mich gefragt, ob sie mir... ich hoffe, ich fange jetzt nicht das Heulen an, ob sie mir ein Windlicht zuschicken darf. Ein Windlicht für Aslan. Dieses Windlicht gibt es in verschiedenen Modellen. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Der zeige ich euch gleich. Ich möchte es euch nur einmal vorab schon erklären. Im Innenbereich ist es entweder Kupfer, Gold oder Silber. Ich habe mich jetzt für matt-weiß außen entschieden und in Gold. Ja, und dann soll vorne draufstehen mein Aslan, also Aslan. Und hinten, für hinten durfte ich mir dann einen Spruch ausdenken. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Aslan, der Strom hat mir nämlich auch in letzter Zeit wieder
im Kopf herum, also immer, ist er immer da. Und immer, wenn ich an Aslan denke, sage ich einmal laut seinen Namen, weil ich ihn nicht vergessen möchte. Weil manchmal fühlt sich das, dieser Heilungsprozess an, als wäre es ein Schritt zurück irgendwie. Da möchte man, dass es wehtut, weil das noch gefühlt irgendwie die einzige Verbindung ist, die man zu demjenigen hat. Ich habe das zum Beispiel bei meinem Papa immer noch. Ja, jedenfalls strömt mir Aslan durch den Kopf die ganze Zeit. Wahrscheinlich deswegen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Deswegen hoffe ich, ich fange jetzt nicht das Heulen an. Liebe Grüße, Antje. Und dann habe ich das aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass da etwas für die Katzen drin war. Ja, und an der Stelle habe ich gedacht, halt stopp, das mache ich jetzt zusammen mit euch. Der Simpi, der sitzt jetzt hier neben, der erkennt ein bestimmtes Knistern sofort. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hat sie mir einmal das hier mit reingepackt? Also hat sie dem Stimpy und dem Loki das reingepackt? Ja, jetzt ist er aufmerksam geworden. Und dann hat sie mir noch Katjes mit reingepackt. Oh, die Veganen. So, jetzt. Oh, Antje, du hast mir noch mehr reingepackt. Antje, das ist doch aber nicht nur das Windlicht. Moment. Oh. Oh mein Gott. Und die hat mir das hier reingepackt. Ist das nicht schön? Und die Farbe ist eine Herbstfarbe, ne? Ich liebe ja den Herbst, aber jetzt steht da auch noch der Stimpy und Loki drauf. Also darüber freue ich mich ja. Das kommt ja völlig unerwartet. Und das ist aber hochwertig. Das ist ganz fest. Das ist eine ganz feste, aber flexible Tasche. Da muss ich mir, ich muss nachher nochmal auf die Instagram-Seite gehen. Antje hat ja letztens auch ein Video auf Instagram hochgeladen, also schaut da mal vorbei, wie sie das macht. Och, da freue ich mich ja richtig. Es ist eine wunderschöne Schrift im Übrigen. Ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, was ich hinten draufschreiben lasse von Antje. Ja, und da gibt es ja so 1000 verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich für 2 Worte entschieden. Die das für mich symbolisieren, dass wir uns wiedersehen. Weil es mir wichtig ist, dass wir uns wiedersehen. Ja, warte kurz, Stimpy. Das stimmt. Ja, so sieht's aus. Oh, du bist mein Babylein, gell? Mach's dir mal gemütlich. Mach's dir mal gemütlich. So, jetzt kriege ich doch tatsächlich das Weinen. So, also, meine Güte. Jetzt habe ich nur, weil ich jetzt Aslan so geschrieben sehe, ja, und dann muss ich sofort wieder an meinen Aslan denken. Ist halt auch erst ein Jahr her, ne? Das sitzt noch so tief. Ich zeige euch das mal hier, weil das Licht ein bisschen besser ist. Wenn ihr das Plätschern hört, dann ist das der Katzenbrunnen hinten. Und das ist von vorne. Ich habe euch ja gesagt, dass ich von Antje gern hinten 2 Worte einlesen lassen wollte. Und das hat sie so schön gemacht. Schaut mal. Ist das nicht schön? Und 2 so simple Worte, ne? Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Ich möchte gerne daran glauben, dass wir uns wiedersehen. Also, dass es kein Abschied ist, sondern ein bis bald, bis später, so wisst ihr. Ach, Baby, ich hab dich lieb. Was ist denn da? Ach so, du willst schon wieder schlabbern. Meine Güte,
Das ist auch sehr intensiv bei dir. Stimmt's? Ach so, Leute, das Tattoo im Übrigen. Das ist gut abgeheilt. Dieses Dreieck, ne? Und ich dachte damals, das sind dünne Linien. Ja, das ist... Also das ist, ich glaube, innerhalb von 1,5 Wochen war das komplett abgeheilt. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass das so fein gestochen ist, ne? Und ich finde es wunderschön. Einfach wunderschön. Oh, wow. Leute, ich habe jetzt hier ein anderes Objektiv dran. Und das holt mich etwas weiter zurück, damit ich euch nicht immer so direkt auf dem Schoß sitze, ne? Und das ist mir hier immer abgeflogen von der Kamera. Jetzt kann ich euch das leider nicht zeigen. Das ist so ein kleines Aufsetzobjektiv und das verbinde ich mit nicht übers Drehen, sondern mit so einer Art Kleber. Das ist so ein klebender Kreis, den klebe ich auf mein Objektiv drauf, so doppelseitig, wisst ihr? Und dann kommt dieses Objektiv da nochmal drauf. Aber es hält immer nicht. Und jetzt habe ich etwas getan, was ich nicht empfehlen würde, aber sonst fällt mir dieses Objektiv immer wieder runter. Ich habe Sekundenkleber benutzt. So, ich habe mir jetzt bestellt von Paperlike ein für mein iPad eine Schutzfolie, wisst ihr? Das Besondere hieran ist ja für iPad Pro und iPad Air, dass sich das Schreibgefühl tatsächlich so anfühlt wie auf Papier. Darum holen wir jetzt mal mein iPad her. Jetzt hat er ein bisschen runtergeklappt, ne? Das ist ja echt toll. Oh, guck mal, wie das hier aussieht. Ich habe immer noch diese schönen Tapeten dran. Das ist ja jetzt sehr toll, dass ich euch nicht mehr so auf dem Schoß klebe. Oh, komm schon. Das machen wir jetzt mal zusammen. Morgen kommen im Übrigen... geht das los mit meinem hinteren Zimmer. Der Stimpy, dem gefällt das ja, dieser ganze Dreck, ne? Der wirft sich da immer rein. Na, na! Hey! Nicht! Bist du wahnsinnig? Hier hinten, da soll der Schreibtisch hin. Da soll diese Arbeitsecke hin, ja? Den drehen wir uns mal. Und hier hinten, das ist ja so ein bisschen abgetrennt durch die Balken, da soll so eine Art Lesebesprechungsecke rein. Ja, das wird meine Brainstorming-Ecke. Ja, Loki, du musst mir schon aus dem Weg gehen. Und der Flur, der sieht gerade so aus. Und diese ganzen da, die Paneele, die sollen ja alle weiß, ne? Das ist halt noch so 80er, ja? Und das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass hier drunter sind Dielen, was eigentlich was Tolles ist, ne? Was eigentlich etwas Tolles ist. Aber die sind halt schon so runtergekommen, dass darauf, also das... Die aufzuarbeiten wäre in der Größenordnung, also finanziell voll nicht drin, überhaupt gar nicht drin. Und ein PVC oder Linoleumboden drauf zu machen, geht halt auch nicht, weil wenn sich das legt, dann legt sich das auch in die Rillen der Dielen, weil die halt nicht gleichmäßig sind. Ausgleichsmasse kommt für mich nicht in Frage, weil das ist so kostenintensiv. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie teuer diese Ausgleichsmasse ist, weil das so eine faserverstärkte Ausgleichsmasse sein muss. Ja, und das heißt, dass rein theoretisch nur so eine Art Nadelfilzvlies, wie auch immer das heißt, rein kann. Und das möchte ich halt nicht, ne? Ist ja für die Katzen voll das Paradies, aber, also, das ist so Plan C, ja. Ich hoffe ja immer noch, dass die Dielen nicht so im Arsch sind, dass es vielleicht doch noch geht. So, jetzt machen wir mal, habe ich euch mein iPad eigentlich schon gezeigt? Ich weiß es gerade gar nicht. So sieht es aus. Das ist jetzt hier leider nicht so eine schöne Fliederfarbe, wie ich finde, diese Hülle. Ich habe eine Fliederfarbe genommen, because, weil das iPad, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist auch so ein bisschen Fliederfarben, lila, bläulich. Übrigens habe ich dieses Wochenende, neben dem ganzen, während ich da diese ganze Verlinkungsgeschichte veranstaltet habe, habe ich House of Dragon geguckt. Puh, ist das eine gute Serie. Ist das eine gute Serie? Warum geht denn das hier nicht? Ah. Richtig gut. Ich hatte tatsächlich große Probleme. Das spoilere ich jetzt nicht.
ich hätte mir gewünscht, dass ich das vorher gewusst hätte, obwohl es eigentlich besser ist, dass ich es nicht gewusst habe, sonst hätte ich wahrscheinlich die Serie abgebrochen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Hauptdarsteller ausgetauscht werden ab einer bestimmten Folge. Das kam für mich sehr überraschend und ich war sehr frustriert. Hat tatsächlich kurz überlegt, ob ich abbreche, die Serie abbreche, weil ich es furchtbar fand. Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es ist eine gute Serie, es ist eine wirklich gute Serie. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt euch das mal an. So, wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor 6:30. Ich wollte eigentlich noch die Küche aufräumen, aber wisst ihr, ich weiß auch nicht mehr, wohin mit meinem Arbeitskram. Ich brauche jetzt erstmal B12. Das sagt er mir im Übrigen auch ganz häufig und empfiehlt mir B12. Ich habe B12 tatsächlich. Ich nutze immer dieses hier, das aktive B12, das hier. Das, ich habe keine Ahnung, was die Langzeitwirkung angeht, ne? Und ich kann euch auch nicht zur Kurzzeitwirkung. Ich merke ja gar nichts, ja. Aber das hat sehr gute Bewertung und deswegen habe ich mir das mal gekauft. Welcome to the product family. Ach nee, Paperlike family. Was lese ich denn da? Okay, das kriege ich schon hin. Ich habe auch jetzt gerade den schmuddeligsten Pullover an. Das riecht nicht so gut. Gerade Kartoffeln, Klöße, Kartoffelklöße, Rotkohl, nee, nicht Rotkohl, Erbsen, Rotkohl habe ich nicht mehr, Erbsen und Soße. Alles vegan. Vegan ist nämlich mittlerweile ja gar nicht mehr so schwer, ne? Ich weiß nicht, wie die Menschen das früher gemacht haben. Also so mit früher meine ich von vor 10 Jahren, ne? Da gab es ja diese ganzen Geschichten noch nicht, obwohl ich sagen muss, dass ich auch sehr gut ohne diese Ersatzstoffe oder ohne diese Alternativen auskomme, ja? Gott sei Dank. Ich werde jetzt noch mal gucken, das glaubt ihr nicht, Moment. Ich habe ja erzählt, dass ich die Serie House of the Dragon beendet habe, ja. Die werde ich jetzt noch mal gucken, weil ich die so gut fand. Ich habe gelesen, dass die zweite Staffel 2024 kommt. Ist das nicht eine Frechheit? Heute ist der erste Tag der Malerarbeiten. Also ab heute geht es so richtig los, ja. Der Maler war da, als ich auf Arbeit war. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber die Cats halt. Mir fällt jetzt noch nichts auf. Loki ist halt sehr ängstlich, ne? Der ist aber immer ängstlich. Da fällt mir jetzt noch nichts weiter auf, aber die haben nichts gegessen. Das muss ich jetzt mal beobachten. Wobei die Cats auch nachtaktiv sind. Ja, also die fressen eh nachts immer mehr. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen zeichnen mit meinem iPad, aber das schaffe ich nicht. Ich werde jetzt den Binder hier online stellen und der beinhaltet die Jahreschallenge. Darum ist der auch mit dem Reißverschluss. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Jahreschallenge nicht gut von einem Binder gehalten wird, der bloß diesen Magneten hat. Wisst ihr, also das kann man direkt sein lassen. Und dann gibt es ja noch diese Binder mit dem Druckknopf, die finde ich auch gut, ja. Aber besser finde ich es tatsächlich und sicherer, wenn das in einem Binder ist, der
diesen Zipper, diesen Reißverschluss hat. Genau, und der sieht tatsächlich sehr schön aus. Der ist auch sehr hochwertig. Also die Haptik ist schon sehr schön. Ja, und das ist so ein, was ist das für eine Farbe? Rosa ist es nicht. Aprikot ist es auch nicht. Ja, und da habe ich die ganze Jahreschallenge drin. Und so schicke ich den dann auch los und so möchte ich ihn jetzt auch reinsetzen. Das mache ich noch, das muss ich noch kalkulieren. Und dann hat Eva mich gebeten, einen, ich biete ja auch diese Trockenblumenkränze an, ja, wisst ihr diese Dinger hier. Und dann stecke ich hier diese Trockenblumen rein. Und diesen Trockenblumenkranz möchte ich sie gerne einer Freundin schenken. Und den mache ich jetzt. Ja, ich habe schon alles rausgeholt, die ganzen Trockenblumen. Freue ich mich schon drauf. Ich werde den ein bisschen anders machen. Ich werde den ein bisschen voller packen. Finde ich total schön, wenn das fertig ist, alles. Dann möchte ich die bei mir auch, für mich auch noch machen. Bei mir hängt keiner. Ich mache die immer nur für andere. Und ich finde die so schön, weil die so... Die sind so minimalistisch, wisst ihr? Die sehen einfach so schön aus. Ah, Leute, wisst ihr, was ich gerade höre? Oh. Ich habe ja das Buch gehört von Karl-Ove Knausgard. Der Morgenstern. Und das Buch fand ich tatsächlich ganz gut. War völlig anders als erwartet. Ich fand es aber gut. Jetzt kam der zweite Teil raus, was... Ich dachte, so eine Art Prequel wäre, beziehungsweise, naja, irgendwie anschließen würde, ja. Tut es auch, aber das ist so zäh, dieses Buch, und eigentlich auch nur keine Fortsetzung des ersten Buches, sondern eine, also es passiert nichts weiter in der Handlung bislang mit dem ersten Band, sondern dieses Buch, man könnte sagen, erzählt eine weitere Geschichte. Also das muss ich euch mal in einem Lesemonat noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich finde, der Autor kann unheimlich gut schreiben, ja. Das ist, als würde der vor einer Leinwand sitzen und anfangen zu zeichnen. Und das, was ich dann da sehe, das ist ein unheimlich tolles Ölgemälde einer Geschichte. Wisst ihr, der zeichnet unheimlich gut Geschichten. So Kleinstadtgeschichten oder so Haushalte, ja, was da so passiert. Das macht der unheimlich gut, total detailliert, deswegen finde ich es eher zum Hören. Beim Lesen hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Und ich gerate jetzt auch so an Stellen, die sind beim Hören so anstrengend, die sehr interessant sind, weil das sehr ins Philosophische reingeht. Ja, also der Autor beschäftigt sich unter Vorwand, eine seiner Protagonisten zu nehmen, beschäftigt sich aber irgendwie der Autor, habe ich das Gefühl, mit gewissen Lebensfragen. Und das ist wirklich sehr interessant, aber da muss man auch echt offen für sein, ne? Und ich habe da aktuell keinen Kopf für. Und es zieht sich so in die Länge, und dass ich schon kurz überlegt habe, ob ich abbreche. Aber ich habe jetzt bloß noch 1,5 Stunden oder so und ich will das jetzt auch durchziehen, ja, weil ich den Autoren endlich wirklich, gut, jetzt ist es bloß noch 1/2 Stunde, wirklich gut finde. Also der gibt sich da sehr viel Mühe, aber teilweise geht es mir einfach zu sehr ins Philosophische. Und ich glaube, dass er sich mit seinen eigenen Fragen beschäftigt und einfach einen Protagonisten da als Vorwand nutzt. Das ist jetzt nur mein Gefühl, ne? Und es ist nichts Schlechtes. Es ist etwas Gutes, ja, aber mir ist es gerade etwas zu lang. Und weil ich ja die Serie House of the Dragon gesehen habe, ganz zweimal, ich habe gestern direkt die zweite Staffel zu Ende gesuchtet, habe ich mir jetzt das entsprechende Buch geholt, so wie zum Kaufverbot, ne? Kommt, das ist das erste Buch, was ich mir jetzt aktiv geholt habe. Und zwar Feuer und Blut, erstes Buch. Da kann ich aber auch nicht anders. Das muss ich mir holen, denn ich habe ja die gesamte Reihe von George R. R. Martin. Das ist der Stimpy. Ich glaube, das hört ihr gar nicht. Und ich liebe diese Reihe. Die habe ich ja angefangen, da gab es die Serie noch nicht. Ich glaube, da kam der erste Band raus, da habe ich mit der Reihe angefangen. Und immer gewartet, bis der nächste Band rauskommt. Das ist für mich, mir bedeutet die Reihe total viel. Die geht mir auch sehr viel näher als Harry Potter. Oder das ist für mich eine der besten Reihen. Deswegen muss ich das Buch auch holen, ja. Und die Serie war schon sehr toll. Und jetzt freue ich mich auf das Hörbuch. Ich habe schon einige kritische Stimmen gehört. Aber ich möchte das eben trotzdem hören, weil das für mich dazu gehört. Simbi, müssen wir herkommen? Komm, müsst ihr das hier rauf? Ist dir das so hoch? Oh, bist du ein Opa? Mach keinen Scheiß. Stimpy, du bist in der Blüte deiner Lebensjahre. Mhm, das stimmt. Wie war denn dein Tag heute so? Erzähl mal. Ging es?
Hat es dich sehr gestresst, Dimpy? Hat es dich gestresst? Hm. Ja? Ah ja. Das geht jetzt ein paar Wochen so, Stimpy. Hab dich lieb, du kleiner Mann. Du bist doch schon wieder so komisch. Ich seh's dir doch an. Lip! Ah! Lip! Oh, du hast ganz schwarze Augen. Jetzt sollte ich dich eigentlich in Ruhe lassen. Es ist Tag 3 der ganzen Renovierungsgeschichte. Ich zeig euch mal, wie das hier aussieht. Es riecht hier wie verputzte Wände halt so riechen, ja. Jetzt ist es so, dass der Stimpy sich hier in sämtlichen Putzmüll rumwühlt und rumwälzt. Jetzt mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass wenn der sich putzt, dieser ganze Kram im Magen landet. Und das ist halt auch unter anderem so Putz, ne? Morgen wird, glaube ich, tapeziert. Jetzt habe ich ja dieses Problem, dass im Flur das nicht so leicht ist mit den Dielen, sodass ich vermutlich auf Teppich zurückgreifen werde. Und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht nochmal Teppich im Flur haben. Dieser Teppich, der da drin ist, dieser grüne, der ist ja schon 738 Jahre alt oder so. Aber wahrscheinlich komme ich nicht drum herum. Hier wird gerade alles zum Arbeitszimmer, ne? Ich habe mir da jetzt ein paar Trockenblumen rausgesucht, die ich gerne für den Kranz hätte und habe mir das schon mal so hingelegt. Wisst ihr, das, was ihr gerade gesehen habt? Ich habe gerade ein Paket bekommen vom Fester Verlag. Das ist ja sicherlich ein Buch aus der Must Read Rubrik, weil das die einzige ist, die ich noch abonniert habe. Könnt ihr ja mal gucken. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht, was das ist, weil ich da gerade nicht auf dem Laufenden bin. Und das ist von Robert Maresco. Burned, Haus der toten Seelen. Halt, stopp. Haus der toten Seelen. Burned Offerings. Und das ist aus der Must-Read-Rubrik. Da steht im Übrigen immer große Erzählungen, muss man gelesen haben. In den meisten Fällen finde ich das auch. Der berühmte Spukhaus-Klassiker mit einem Nachwort von Stephen King. Ist das so? Wie lang ist denn dieses Nachwort? Wann ist denn dieses Buch geschrieben worden? Wartet mal. Das ist von 1973. Ben und Marion können günstig ein Herrenhaus auf dem Land mieten. Endlich ein Sommer, den sie nicht in ihrem stickigen Apartment in Queens verbringen müssen. Die Eigentümer haben jedoch eine ungewöhnliche Bitte. Im Dachgeschoss lebt Mrs. Allardyce. Marions Aufgabe ist es, der alten Dame täglich 3 Mahlzeiten vor die Tür zu stellen und sie ansonsten niemals zu stören. Doch etwas Beängstigendes geht in dem Haus vor sich. Lebt wirklich eine alte Frau hinter der verschlossenen Tür? Als Marion die Wahrheit herausfindet, ist es längst zu spät. Oh mein Gott, das klingt ja unheimlich spannend. Ich möchte euch mal zeigen, was ich gelesen habe, was mir richtig gut gefallen hat. Das war nämlich eine Graphic Novel. Ich werde meinen einzigen und ersten Comic auch abbrechen. Das ist Spy irgendwas. Comics sind einfach nicht mein Ding. Ich habe es versucht, aber es ist nicht meins. Graphic Novels wiederum, die sind richtig cool. Zeige ich euch mal. Und zwar habe ich jetzt gelesen, ach, hier steht ein illustrierter Roman. Ist das nicht eine Graphic Novel? Das Labyrinth von Simon Stalenhag. So sieht es aus. Und hier geht es um die schwarzen Sphären, das sind diese hier. Beziehungsweise es geht nicht um die, aber das ist die Ausgangssituation der ganzen Geschichte. Und Simon Stalenhag, also das ist ein Künstler, ich liebe den. Ich glaube, das kommt jetzt nicht so rüber, wie ich das empfinde. Der zeichnet das so großartig, das sieht so
düster und so unheimlich. Guckt euch das mal bitte an. Und so gut. Das sieht so unheimlich, das ist so unfassbar gut gezeichnet. Also das ist eine Zeichnung, ne? Der hat so ein, das ist so wie Retro-Science-Fiction. Also Simon Stalenhag müsst ihr euch mal angucken, Leute. Müsst ihr euch mal angucken. Das Buch ist im Übrigen wunderschön. Das hat hier auch so einen Stoff, ein Band. Wobei ich finde, dass das nicht, also farblich passt das schon zu dem, ne? Aber thematisch irgendwie nicht. Das hätte ich jetzt so persönlich so nicht gemacht, obwohl es gut aussieht, aber es passt halt irgendwie nicht. Ich habe noch ein anderes von Simon Stalenhag. Das ist das erste, was ich von dem hatte. Das möchte ich als nächstes lesen. Das ist Tales from the Loop. Und das ist so richtig Retro-Science-Fiction. Das sieht man, glaube ich, hier schon, ne? Ja. Das ist so, das hier ist dystopisch. Also das ist eine Dystopie, ja? Und das habt ihr auch wirklich schnell durch, weil die Texte immer nur in diesem Format sind. Das hier ist Englisch. Ich ärgere mich ein bisschen, das gibt es auch auf Deutsch. Ich dachte, als ich das gekauft habe, dass es das nur in Englisch gibt und habe mir das dann geholt, weil mich das irgendwie mega anspricht. Und habe dann aber gesehen, irgendwann später, dass es das auch in Deutsch gibt. Ja, das möchte ich als nächstes. Also das Labyrinth habe ich ganz schnell durchgehabt. Und ich finde, der, ich weiß auch nicht, der zeichnet so. Ich finde die von ihm, also ich kann das ja eigentlich bloß auf dieses Jahr münzen, ne? Das macht mit mir in etwa so etwas, wie Stephen King mit mir macht. Auf völlig verschiedenen Ebenen, ne? Aber es geht irgendwie in diese gleiche Richtung. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, alles klar. Jetzt mache ich mal meinen Kranz weiter. So, die Pakete sind jetzt auf dem Weg. Mit Pakete meine ich das Paket einmal, was ich für Evas Freundin fertiggestellt habe, diesen Kranz. Und dann wollte ich eigentlich heute noch ein paar TikTok-Bestellungen machen. Das mache ich vielleicht heute Abend, ja. Dann gehe ich auf TikTok wieder live. Ich werde euch mal zeigen, was ich, es ist ja bald Hochbeetzeit oder generell Gartenzeit, geht ja eigentlich schon los, was ich gekauft habe. Nämlich einmal diese runden Möhren, die wollte ich gerne mal ausprobieren. Weil ich glaube, dass die fürs Hochbeet ganz gut sind. Because die gehen nicht so tief runter. Wisst ihr? Hochbeet ist ja so ein bisschen begrenzt, ne? Außerdem finde ich runde Möhren. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir die nur gekauft, weil die rund sind. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist nur eine Ausrede. Dann habe ich mir auch Erdnüsse gekauft. Leute, das ist einfach, weil ich neugierig bin. Ich habe das mit meinem Vater immer so gern gemacht. Wir haben immer. Also mein Vater war ja so Gärtner, ne? Und wir haben immer irgendwelche verrückten Sachen ausprobiert. Verrückt, so wie es überhaupt möglich ist jetzt hier im Gartenzeit Deutschland, ne? Aber Erdnüsse fand ich schon sehr interessant. Und das ist ja so ein Wurzelding, ne? Also habe ich schon überlegt, ob ich das vielleicht da reinmache, wo ich meine Kartoffeln im letzten Jahr drin hatte. Ich habe gerade einen Vlog fertig geschnitten. Damit habe ich gestern Abend schon angefangen. Ja. Der geht hoffentlich heute noch online. Also ich habe es mittlerweile, oder aktuell gebe ich es auf, da irgendeine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten. Ja, sowas wie jeden Sonntag. Oder so wie ich es als letztes hatte, sonntags und mittwochs. Das ist natürlich optimal, ne? Aber das ist nicht drin. Ich muss auch jetzt anfangen, Nein zu sagen. Also bei allem, was zukommt, muss ich lernen, jetzt Nein zu sagen. Das fällt mir eh immer schwer, ne? Ich bin sehr begeisterungsfähig, ja? Und dann fällt es mir generell immer schwer, Nein zu sagen. Aber jetzt muss ich es machen, weil jetzt passt gar nichts mehr rein. Es passt nichts mehr rein. Ich habe noch nicht mal einen Puffer und das finde ich immer sehr schwierig. Aber ich hatte ja eigentlich vor, Videos zu drehen. Also ich muss so Lesemonate drehen, ne? Aber ich habe jetzt gesagt, das mache ich nicht. Ich nehme jetzt mein iPad. Da schnappe ich mir mein Brush und
Google mal, ob es irgendwie so Freebies gibt, was so Watercolor Brushes angeht, wisst ihr? Ob ich da nicht mal ein bisschen zeichne. Und gucke nebenbei Resident Evil Welcome to Raccoon City. Habe ich schon mal angefangen und habe irgendwie dann abgebrochen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hätte auch Bock auf Silent Hill. Das hat ja so eine absolut total furchtbare Atmosphäre. Also im positiven Sinne. Ne? Aber was ich euch noch zeigen möchte, das werde ich mal einblenden. Ich habe die Ergebnisse meines DNA-Testes erhalten. Und über einen klitzekleinen geringen Anteil freue ich mich sehr. Und ich bin auch ein bisschen überrascht. Also meine Oma kommt ja aus Lettland. Darum habe ich gedacht, ich bin vermutlich, geht es so zu 25% in diese Richtung, ja? Ich bin, also der größte Anteil ist osteuropäisch, dann kommt westeuropäisch und dann kommt schottisch, walisisch, irisch. Ist das nicht toll? Meine Sommersprossen haben es mir schon zugeflüstert, dass dieser Anteil mit dabei ist. Da freue ich mich sehr, weil ich doch mal so Heimweh habe nach Irland. Und eigentlich wollte ich ja dieses Jahr nach Irland. Aber das klappt nicht. Das muss ich schon wieder verschieben. Ich verschiebe es jedes Jahr und das finde ich ganz, ich bin ganz traurig. Aber das schaffe ich finanziell jetzt nicht. Ja? Jetzt ist ja diese Renovierung und spare ich lieber noch ein bisschen.